Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder eine Brand News Box, die ich hier für euch habe. Und sie ist unfassbar schwer. Ich glaube, das ist die schwerste Brand News Box, die ich jemals hatte. Vermutlich sind viele Getränke drin. Und wusstet ihr eigentlich, dass ich schon vor ungefähr 2-3 Boxen auf die glorreiche Idee gekommen bin, den Aufkleber, der meine Adresse verraten würde, was ihr natürlich nicht wissen sollt, sonst stehen die ganzen Groupies und Fans vor meiner Tür und wollen die ganze Zeit nur Autogramm haben, weil schließlich bin ich Foodlove. Und damit ihr das nicht tut und ich nicht eine Sehenscheidenentzündung bekomme vom Autogrammschreiben, habe ich dann dieses Ding eigentlich immer so zerkratzt, damit man es nicht sieht. Und irgendwie, warum auch immer, es 2 Jahre gedauert hat, bin ich auf die Idee gekommen, das mal mit dem Föhn zu machen. Seitdem ich den habe, schaut mal, wie schön das jetzt aussieht. Ja, nicht immer so zerfledderte Aufkleber drauf, sondern richtig schön mit einem Föhn die Klebe angeklebt. Da kann man ihn einfach so abziehen. Sehr, sehr gut. Ja, zuletzt Campus-Tüte, nice Ria. Mhm. Jetzt wieder klassische Brand-News-Box. Schauen wir mal, was drinsteckt. Wie gesagt, Ende des Monats, immer Classic-Box. Und wir starten direkt mal durch. Es ist hier auch ein Papierflyer drin. 10 Jahre Classic Box. Ach krass. Ob das hier wohl der Gründer ist? Warum verrät er uns nicht seinen Namen? Ach doch, hier unten. Dann kann man leider kaum lesen. Ich glaube, es ist ein italienischer Nachname. Es ist irgendwas mit Ello am Ende. Und F, glaube ich, Fontanello. So heißt doch auch der Spaghetti-Eis-Mensch, bei dem ich war, ne? Dem Erfinder des Spaghetti-Eis. Es gibt ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin persönlich beim Erfinder des Spaghetti-Eises. Der Erfinder des Spaghetti-Eises. Esse sein Spaghetti-Eis. Ich sage euch, holy shit, in Mannheim war das. Und habe auch ein Interview mit ihm geführt. Also da dürft ihr gerne mal reinschauen. Wir starten direkt durch. Nestle Wild Crush. Ist das neu? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall cool. Und ein Schokolöwe kommt raus. Sieht so aus wie Kamehameha von Dragon Ball. Schokolade. Schokolade. Ja, ja, warum auch nicht? Kann man machen. Ist sicherlich eine schöne Sache, die hier drin ist. Sehr, sehr cool ist das hier auf jeden Fall. Beauty Sweeties. Ich liebe Beauty Sweeties, weil sie meine Haut noch schöner macht und mich jung hält. Nee, die ganzen Sachen, die drin sind, sind Quatsch, aber sie schmecken sehr lecker, wie ich finde. Ja, vor allem die Birnen, die Sachen, die mit Birne sind, das sind die grünen. Coenzym Q10, Aloe Vera und Biotin und Fruchtsaft. Die schmecken auch wirklich sehr natürlich nach Frucht. Die gibt es auch bei Rossmann zum Beispiel, DM glaube ich auch. Die kostet auch 2 Euro eine Tüte, aber die sind mega lecker, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Die hier sind absolut nicht neu, aber sehr lecker und auch hier vegan. Ob das bei allen Sorten so ist, weiß ich nicht. Oh, oh, das ist aber sehr, sehr cool. Doritos Pizza Salami Geschmack. Schmeckt also nach Salami Pizza auch. Das müsste ich eigentlich. Nee, komm, das machen wir für 5 Dinge, die rumfliegen. Sehr, sehr cool. Wenn sie jemand von euch schon probiert hat, schreibt doch mal gerne, ob sie nach Pizza schmecken. Meistens stimmt das nicht und das wäre auch so ein Kandidat für einen Blindtest. Machen wir bald mal wieder Geschmäcker erkennen. Aber interessant. Supreme hatten wir neulich schon irgendwo drin. Ich weiß nicht, ob es dann die Nice Ria war von Frey. Nussschokolade. Ja, sicherlich nicht verkehrt. Und ich hatte ja mal eine von denen auch in 5 Dinge, die rumfliegen, probiert. Die war ganz gut. Von daher läuft. Noch besser ist allerdings mit Milchschokolade. Die ist nämlich auch drin. Ich mag Milchschokolade ein bisschen lieber als dunkle Schokolade. Es gibt so manche Edelschokoladen, die finde ich schon sehr geil. Ach so, 31% Nüsse war das. Aber noch geiler wäre es, das sieht man mal richtig, wenn man sich, ich hoffe, ich muss mal kurz gucken, ob die Kamera das scharf stellt, ich muss mal hier kurz auf den Tisch klettern, weil ich damit hin aufs Display gucken kann. Wenn ihr euch jetzt mal diese Bilder hier anschaut, dann sieht man, dass das einfach nur so gefotoshoppt ist. Die Nüsse sind genau gleich, also es ist kein richtiges Foto, sondern einfach nur am Computer gemacht. Diese kleinen Nussbrösel sind auch alle an der gleichen Stelle. Die haben nur die Schokolade mal dunkel eingefärbt und mal hell eingefärbt. Die Nummer 1 in Switzerland. Dann haben wir noch Streuselspaß. Das finde ich sehr cool. Da können wir wir müssen auch mal wieder ein Backvideo machen, oder? Wird Zeit. Machen wir bald mal wieder. Vielleicht backen wir. Also ich wollte den Maulwurfskuchen. Deswegen habt ihr den vielleicht schon öfter im Video gesehen. Maulwurfskuchen wollte ich backen. Den berühmten. Das werden wir bald mal machen. Das kann ich hier vielleicht nicht dafür benutzen. Aber theoretisch kann man sich das auch aufs Brötchen streuseln oder so. Also bisher
Läuft richtig gut. Vielleicht haben sie sich mein Video angeguckt, was ich nicht glaube, weil ich schon mal irgendwie so die direkt angesprochen habe und da, also in einem Video darauf keine Antwort bekommen habe. Ich meine, die können sich wahrscheinlich auch nicht alle Videos angucken von Influencern, die Boxen haben. Aber ich habe auch zuletzt gesagt, es waren nicht mehr ganz so viele Boxen drin, aber es ist bis jetzt sehr geil und das hier macht es natürlich noch geiler. Ist auch nicht neu, aber geil. Also wirklich coole Sachen drin. Eine riesige Tüte Nutella Biscuits. Die habe ich euch schon vor bestimmt 2 Jahren oder so vorgestellt. Sehr, sehr lecker. Gut, hier steht oben neu drauf. So lange gibt es die in Deutschland tatsächlich noch nicht. Die gab es immer mal wieder, aber es waren, glaube ich, so Aktionen. Obwohl, aber eigentlich gibt es die doch schon länger, ne? In der Tüte. Okay, die ist auch bald schon abgelaufen. Verramschen die jetzt hier Reste oder was? 15.07., das sind ja gerade mal noch 2 Monate. Okay, ich nehme alles zurück. Nee, die Box ist geil, aber alte Sachen muss man auch nicht unbedingt reinpacken. Nutella Biscuits, also alt ist es nicht, es ist ja noch 2 Monate haltbar, aber naja. Oh wow, also Leute. 1820 Bio-Vollkornmüsli, Fruchtnuss ohne Zuckerzusatz von Köln. Das ist jetzt wahrscheinlich Müsli, wie es 1820 gegessen wurde, hat Köln selbstverständlich komplett recherchiert. Unsere Geschichte, deren Geschichte beginnt im Jahr 1820. Ein tüchtiger junger Mann namens Peter Köln mit L, Köln, errichtete am Hafen eine Hafermühle, um die Elmshorner Seefahrer mit Proviant zu versorgen. Okay, ballerstoffreich, Vollkorngehalt ohne Aromen, also so ein richtiges Müsli mit so ein paar Cereals drin, Haferflocken, Roggen, Dinkel, Gerste, ökologischer Anbau in Deutschland. Also Bio das Ganze, sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Ich habe ja auch nicht erst 30 Müslis hier. Dann haben wir hier noch das zu trinken. Heller Wasser oder Heller Wasser. Mag ich manchmal auch ganz gerne. Hier in der Sorte Erdbeere. Da ich aber eher stilles Wasser trinke. Ohne Süßungsmittel, ohne Zucker. Oh nee, das sind diese Wasser. Oh nee, das mag ich nicht. Ich mag nicht aromatisierte Wasser, wo nicht irgendwie... ich dachte gerade, das Mikrofon wäre abgefahren, wo nicht irgendwie Süßstoff drin ist oder sowas. Oder Zucker halt, ein bisschen wenigstens. Weil so ohne Süße finde ich meistens eigentlich nicht so geil. Ach komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Zisch. Shit. Ja, ja, ja. Ist ja kein Zucker drin, dann klebt der Tisch wenigstens nicht. Riecht sehr nach Erdbeerkondom. Und schmeckt grässlich. Ich kann das überhaupt nicht haben. Fruchtgeschmack ohne Süße dabei. Ich meine jetzt mit dem Wasser hier. T-Shirt auch gerade erst angezogen, kann ich nicht benutzen. Naja, egal, mache ich gleich weg. Dann haben wir hier Capri Sun und Bubbles mit Vitamin C. Okay, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Sehr cool, in der Sorte Lemon. Capri Sun, das hieß früher schon Capri Sonne, oder? Dann haben wir hier noch softe Fruchtbällchen mit Crunch von N.A. Nature Addict. Ja. Ist jetzt vielleicht nicht so ein Highlight wie Nutella Biscuits, aber interessiert mich durchaus, die mal zu probieren. Okay, sehr schön. Weiter geht's. Capri Sun in Orange. Auch gut. Mag ich persönlich lieber als Lemon. Von daher freue ich mich da sehr drüber. Dann haben wir noch einen Hey Oat Bar. Den hatten wir schon mal in irgendeiner Box, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, hatte ich den probiert oder hatte ich den... Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Oder habe ich den noch dabei? 5 Dinge, die hier rumfliegen, liegen. Auf jeden Fall cool. Ja, hey, macht ein paar schöne Sachen. Kann man probieren, ein bisschen teuer. Und dann haben wir noch von Harry Ruchmehl-Baguette zum Fertigbacken. Ruchmehl, das ist ja, glaube ich, so ein ganz spezielles Mehl. Ich kann euch da jetzt aber leider nichts Genaueres zu sagen. Mit Schweizer Ruchmehl. Ich hatte mal Ruchmehlbrot geholt. Ich glaube, das ist irgend so eine Art Urweizen oder sowas. Wenn es jemand von euch besser weiß, ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben. Steht jetzt hier leider auch nicht genauer drauf erklärt, was natürlich irgendwie traurig ist, wenn man es verkaufen will. Ist auch vegan. Sieht so ein bisschen aus wie so ein dunkles Baguette. Und dann haben wir hier noch Krombacher Fassbrause Zitrone. Sehr, sehr cool. Ja, also auch nicht schlecht. Und dann noch vegan Schweppes White Peach. Auch in vegan. Und dann noch Ciro Toscana Tomatenstückig mit Basilikum. Alter Verwalter. Also man muss sagen, das Ding
Die könnte eine der besten Box sein, die jemals da drin war. Also wirklich, so Top 5 ist durchaus realistisch. Ich weiß nicht mehr alle, die wir hatten. Also wirklich coole Sachen bei. Natürlich gibt es auch wieder Leute, die mit den meisten Sachen gar nichts anfangen können. Aber ich finde, es ist relativ was gemischt. Was Süßes, Cereals, was Würziges, was zu trinken, was zum Kochen, Baguette. Also gar nicht so schlecht. Und es ist aber eigentlich komisch, dass manchmal die Qualität so schwankt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Ich weiß nicht genau, wie Brand News arbeitet, aber sie gehen in Kooperation mit Firmen ein. Und wenn Firmen gerade neue Produkte vielleicht rausbringen, dann kriegen sie mehr. Wenn irgendwie allgemein Lebensmittel gerade nicht so viel neu rauskommen, dann ist es schwieriger. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr begeistert von dem Inhalt dieser Box. Und ihr dürft mir auch gerne schreiben, was ihr davon kennt, was ihr gut findet oder wie ihr diese Box allgemein findet. Ich bin gespannt. Sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.